Wir befinden uns hier an der Katharinenschule in Esslingen in der Blumenstraße. Heute Morgen gegen 8 Uhr war der Beginn des Ferienprogramms an der Schule. Zu Beginn des Ferienprogramms ist ein bislang unbekannter Täter in den Schulbereich eingedrungen und hat eine 61-jährige Betreuerin und ein 7 Jahre altes Mädchen mit einem Messer verletzt. Der Mann hat den beiden Personen Schnittverletzungen zugefügt und ist im Anschluss in Richtung Innenstadt von Esslingen geflüchtet. Momentan findet eine Großfahndung statt mit vielen Streifenwagen, mit dem Polizeihubschrauber und ja, auch mit der Kriminalpolizei. Die beiden Personen haben schwere Verletzungen erlitten. Wie gesagt, es sind Schnittverletzungen und sie befinden sich momentan in Krankenhäusern in ärztlicher Behandlung. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht aber keine Lebensgefahr. Über die Hintergründe oder das Motiv des Täters liegen noch keinerlei Angaben vor, da kann ich noch nichts dazu sagen. An der Schule hier ist ein Großaufgebot der Kriminalpolizei, es findet die Spurensicherung statt, es werden noch Zeugen vernommen und das Umfeld hier beleuchtet und natürlich in der Innenstadt ist noch eine Großfahndung mit zahlreichen Streifen der Schutzpolizei im Gange. Über die Anzahl der Kräfte kann ich nichts sagen, aber man kann davon ausgehen, dass sämtliche verfügbaren Streifenwagen hier im Einsatz sind und die Kriminalpolizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und Spezialkräfte sind auch in Einsatzbereitschaft. Unsere integrierte Leitstelle wurde heute Morgen kurz nach 8 Uhr über das Führungs- und Lagezentrum der Polizei in Reutlingen über zwei durch einen Messerangriff verletzte Personen, darunter ein Kind, informiert. Die Leitstelle hat daraufhin den Rettungsdienst alarmiert sowie den Einsatzleitdienst. Und beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden eine verletzte Lehrerin und ein 7-jähriges Kind vorgefunden. Beide wurden umgehend medizinisch versorgt und anschließend in zwei Schockräume umliegender Kliniken transportiert. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass beide schwer verletzt sind und es hat auch in den Kliniken eine sofortige operative Versorgung stattgefunden. Ja, wir hatten direkt vor Ort unseren Notfallnachsorgedienst im Einsatz, die sich um Augenzeugen, darunter auch Kinder, gekümmert hatten und hier die Betreuung vor Ort übernommen haben. Also da wir von Anfang an von einem kriminellen Delikt ausgegangen sind und von einer dynamischen Lage, wurden in Abstimmung mit der Polizei weitere rettungsdienstliche und sanitätsdienstliche Kräfte alarmiert und in einem Bereitstellungsraum unweit des Einsatzortes in Bereitstellung gesetzt. Ja, also neben zwei Notärzten waren 5 Rettungswagen im Einsatz sowie der leitende Notarzt und 2 Einsatzleiter des Rettungsdienstes. Zudem wurden wir von ehrenamtlichen Einheiten des DRKs und der Malteser hier im Landkreis unterstützt. Im Gesamten waren es 45 Einsatzkräfte, die hier mit 18 Fahrzeugen vor Ort eingesetzt waren. Perfekt.